Liebe Schwestern und Brüder, gibt es eine Alternative? Viele beschäftigen sich regelmäßig, meistens ganz unbewusst, mit dieser Frage. So werden zum Beispiel beim Einkaufen auch Alternativen in den Blick genommen. Dabei geht es nicht immer nur um den günstigsten Preis, sondern auch um die Qualität oder die nachhaltige Erzeugung eines Produkts. Auch die Religion halten heute viele nicht mehr für alternativlos. Wenn es keinen Spaß mehr macht, es nicht mehr gut tut oder nicht in meinen Tagesrhythmus passt, dann suche ich mir doch lieber Alternativen, denken sich viele. Auch Jesus macht diese Erfahrung. Denn es gibt einige, denen passt es nicht, wie er redet und handelt. Und deshalb lehnen sie ihn ab, gehen wieder ihre eigenen Wege. Jesus nimmt das zum Anlass, auch die 12 Jünger vor eine Alternative zu stellen. Wollt auch ihr gehen? Fragt er sie. Daraufhin ergreift Petrus das Wort und sagt: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Damit macht er deutlich, zu dir, Jesus, gibt es keine Alternative. Nur bei dir finden wir ein sinnerfülltes Leben mit Tiefgang, das uns schließlich in die Ewigkeit Gottes führt. Ich hoffe und wünsche, dass es auch uns gelingt, ihm, so wie die Jünger damals, in Treue nachzufolgen. Auch wenn es gelegentlich unbequem wird, wir keinen Applaus dafür erwarten dürfen oder sogar auf Ablehnung stoßen. Jesus braucht keine Schönwetterchristen, sondern Menschen, die ihm aus ganzer Überzeugung konsequent nachfolgen. Und wer sich auf den Weg und das Wagnis der Nachfolge einlässt, der wird, wie Petrus und die anderen Jünger, früher oder später ebenfalls zu der Erkenntnis kommen. Nur Jesus Christus ist es, der Worte ewigen Lebens hat. Zu ihm gibt es keine Alternative. So segne, begleite und behüte euch der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.